ganze System funktioniert mit insgesamt drei verschiedenen in der Decke befestigten Installationen. Zwei davon sehen wir hier und dort. Darin befinden sich sowohl die Kameras, die das Muster aufnehmen, um die Oberfläche des Patienten detektieren zu können, als auch die Projektoren, die das Muster auf den Patienten projizieren. Was wir hier sehen, ist die Echtzeitaufnahme eines Phantoms, das wir eben auch schon im Bild vorher auf dem Behandlungstisch gesehen haben. Und die Bewegung, oder in diesem Fall ja nicht Bewegung des Phantoms, sondern die Genauigkeit der Lagerung. Das heißt, auf der linken Seite am unteren Rand erkennen wir für die verschiedenen Raumrichtungen, sowohl translationsmäßig als auch in verschiedenen Rotationsrichtungen unten links, inwiefern das Phantom richtig liegt bezüglich des Isozentrums des Linearbeschleunigers. Mithilfe des Systems ist es uns auch möglich, Patienten vor der Bestrahlung korrekt zu positionieren. Was wir hier auf der rechten Seite sehen, ist in grün die aktuelle Position des halbrunden Phantoms und in weiß die Position, zu der wir hin möchten. Wie wir sehen, zeigt uns das System auf der linken Seite ziemlich exakt an, inwiefern in diesem Fall unser Phantom falsch positioniert ist, und wir könnten nun anhand dieser Werte eine korrekte Positionierung vornehmen. Und nun wäre das Phantom so positioniert, wie es im Plan vorgesehen ist. Prinzipiell ist es auch möglich, mit dem System eine Bestrahlung unter Gating-Bedingungen durchzuführen. Wir haben nun eine Vorrichtung aufgebaut, mit der sich das Phantom, das ihr eben gesehen habt, hebt und senkt. Und wie wir sehen, stellt das System auch dieses Heben und Senken sehr gut dar, sowohl in Form von Zahn als auch in Form von der grünen Oberfläche, die sich periodisch, wie gesagt, hebt und senkt. Und das System kann dann, wenn das Phantom oder der Patient sich außerhalb der vorgesehenen Koordinaten befindet, die Bestrahlung automatisch unterbrechen.